Habe ich ja gesagt, dass der Osterhase irgendwo sich versteckt hat in der Kirche. Ja, ein paar haben ihn schon entdeckt. Der Osterhase weiß ganz genau, wie es uns Menschen geht, weil er ganz viele immer trifft. Der möchte jetzt mit uns die Fürbitten beten. Herr, manchmal ist unser Herz traurig und schwer. Verwandle unsere Traurigkeit in Freude. Wir bitten dich, erhöre uns. Viele Menschen und Kinder auf der Welt sind schwer krank und leiden an Hunger. Steh ihnen in ihrer Not bei und gib uns ein offenes Herz, dort zu helfen, wo wir können. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, manchmal haben wir Angst in unserem Leben. Schenke uns Vertrauen in deine Kraft und Menschen, die uns immer wieder nahe sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib den Verantwortlichen der Kirche den Mut, Probleme und heikle Fragen aufzugreifen und neue Lösungswege zu suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Du bleibst bei den Jüngern. Du brichst mit ihnen das Brot und isst mit ihnen. Lass es uns niemals an dem täglichen Brot fehlen, auch nicht am Brot der Liebe, das wir alle so dringend brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Lieber Osterhase, danke. Du wirst jetzt die Nester noch verstecken gehen, gell? Die Nester für die Kinder, die ihr dann suchen dürft nachher. Der Osterhase kommt uns dann noch einmal besuchen, weil jetzt muss er ordentlich arbeiten und für uns. Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So segne, begleite und schütze euch, eure Familien, eure Freunde, alle, an die ihr denkt. Gott, der euch lieb und gern hat, der Dreieine, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Und ich glaube, ob nicht da hinten der Osterhase herbeihoppelt, ha? Schauen wir mal. Tatsächlich. Lieber Osterhase, bist du schon fertig mit dem Verstecken? Ja, ganz viele Geschenke. Wow, komm her mal da, dass wir dich gut hören. Zum Mikrofon. Du bist ein kleines Häschen, hast nicht ganz so eine laute Stimme noch, gell? Wir freuen uns, dass du heute da bist bei uns, mitten unter den Kindern. Freut sie euch auch? So ist es gut. Hast du uns was zu sagen noch? Ja, danke, dass ich da sein darf. Es freut mich, dass so viele Kinder hier diesen Gottesdienst mitfeiern. Ganz besonderer Dank auch an Herrn Kaplan, dass ich eingeladen wurde, hier mitzufeiern. Ostern ist ja ein Fest der Freude, der Liebe. Und auch ich möchte immer wieder den Kindern Freude schenken, indem ich ihnen etwas schenke. Und heute habe ich ganz viele Osternester drüben im Stadtpark versteckt. Jetzt gerade. Und ich lade euch ein, alle mit mir zu kommen, auch alle Eltern, gibt es auch Kaffee und Tee, alle sind eingeladen, drüben zum Stadtpark zu kommen. Ich gehe mit euch mit, wir treffen uns draußen am Kirchplatz. Zuvor möchte ich aber noch auch Danke sagen bei meinen vielen Helferinnen und Helfer, die ganzen Jungscherbegleiter, auch Danke an den Kulturverein Schildbach, den Milchkammern und natürlich auch ORF Steiermark, dass ich hier sein darf. Ja, allen ein gesegnetes Osterfest. Ihnen, allen und euch besonders, liebe Kinder, ihr kommt jetzt mit mir. Okay, machen wir das so? Alles Gute, gesegnete Ostern. Jetzt singen wir alle noch das Jungscherlied beim Hinausgehen. Folgen wir dem Hasen, der ist schon ganz außer Atem vor lauter Schwertragen der Nesteler. Da freuen wir uns. Einem draußen beim Kirchplatz, dann gehen wir gemeinsam hinüber. Aber vorher noch das Jungscherlied. Jetzt sieht es gemeinsam mit dem
Osterhasen hinaus auf den Kirchplatz. Lasst ihn durch, geht's ihm nach.